Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, gleich wechselt der Shop hier. Und auch wenn das jetzt hier gerade nicht angezeigt wird, ich habe hier 0 Sekunden, aber wir haben gleich den Wechsel. Hier den Überschall haben wir uns vorhin geholt. Heute kaufen wir den Überschall-Skin, denn wir sind gerade eben um 23.37 Uhr, haben wir gleich und ich uns gedacht, was machen wir denn am besten? Weil, ja, ich möchte mir diesen Skin kaufen, wegen dem Backpack nur. Am besten laufen wir doch jetzt, also fahren wir jetzt mal ganz kurz zur Tankstelle und kaufen uns dann nochmal eine Paysafe-Card. Das war eine gute Idee von uns und deswegen gehen wir jetzt diesen Skin kaufen. Dieser Skin kommt mit folgenden Stilvorschau, und zwar einmal mit dem hier, mit dem Schädel, mit dem Wolf, mit der Hornisse und mit der Falke. Der erinnert mich an Bumblebee. Bisschen an Bumblebee, ja, genau. So, Herr Geist, was sollst du sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, ja, auf jeden Fall, als ich das Ding gesehen habe, wir wollten eigentlich anfangen, eine Runde zu zocken, und dann denke ich, what the fuck, wie ein Counter hinten im Backpack. Das ist doch wie gemacht für Herrn Sofort. Ich meine, bei mir würde da immer eine 0 draufstehen, vielleicht mal eine 1, aber bei ihm, oh mein Gott, 10. Ich freue mich schon drauf, habe ich schon zu ihm gesagt. Und 50-50, jetzt wo es momentan 150 Kill-Möglichkeiten gibt, ja, wenn er da anfängt, mal so richtig die 50 zu knacken. Stell dir vor, da kommt, kommt einer an dir vorbeigelaufen, da hat hinten eine 50 draufstehen. Also, wir holen jetzt das Teil, dann werden wir auch mal schöne Gameplays mit hinten dran packen. Mutter. Wo wir dann mal sehen können. Und ja, ich freue mich schon drauf. Mega runter. Geil. Zähl runter? Runterzählen? 10. Nein, nicht. 9. Nein, nicht so. Wo ist 8? 3. 5. 2. What? 3. 1. Ja! Mega geil! So, und damit haben wir jetzt diesen Skin hier. Mit dem Backpack. Oh mein Gott! Jetzt nochmal um die, für die Krönung. Oh mein Gott! Zeig mal, wie könnte auch, noch, bei was könnte er denn noch gut und dann aussehen? Noch mit AC/DC. Mit was könnte er denn noch gut aussehen? Zeig mal. Was haben wir denn? Hör mal hinten mit unserem Skull Trooper. Ach, übrigens die Augen leuchten. Oh, hier unser Eiskönig. Oh mein Gott. Alter, das sieht richtig gut aus. Ja. Das werden wir in einem separaten Video mit dran packen und werden auch ein Gameplay dazu machen. Und uns ging es um das Backpack, was hier richtig cool eigentlich ist. Da, mega geil das Teil. Und jetzt schauen wir doch mal, jetzt müsste gleich der Shop wechseln. Wir haben nicht mehr lange. Gleich ist es soweit. 55, noch 5 Sekunden, 4 Sekunden. Und da ist der Wechsel. So, und der Überschall ist noch da und wir haben einen neuen Skin. Und wir haben eine neue Picke. Und wir haben eine neue Lackierung. Alles klar, das nehmen wir uns jetzt gleich alles vor. So, jetzt gucken wir uns die ganzen Items mal an. Wir fangen jetzt erstmal auf der rechten Seite mit dem Rocket Rodeo an. Das finde ich mega cool, das Teil. Yippee-yay-yay. Mega cool, gefällt mir sehr gut, und Rocket Rodeo kriegt von mir 10 von 10. Ich liebe Rocket Rodeo, ich finde das total cool. Und ja, jetzt gucken wir doch mal ganz kurz hier, wie sind hier die Noten momentan. Rocket Rodeo, zack, da sind sie, 3,73 von 5 bei 15 Votes. Am 12. März 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 14 Mal. So, dann haben wir den Sichelschläger oder auch die Batsickle mit dem Baseballschläger und der Sichel, die da reingehämmert wurde. Finde ich persönlich eigentlich ganz cool, das Teil. Kriegt von mir zumindest mal 7 von 10. Die Batsickle, wie hört die sich eigentlich an? Okay. Und Batsicke kriegt hier, hat hier momentan 3,26 von 5 bei 42 Votes.
am 12. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 30 Mal schon seitdem. Ah, für 800 V-Bucks die Batsicle. Dann geht's weiter zur Sturmtrooperin. Und ja, ist ein bisschen dreckig, das Mädchen hier. Guck dir mal da am rechten Arm. So, alles ein bisschen dirty. Dirty Lady. Kriegt von mir 4 von 10. Ich finde sie jetzt nicht so toll, aber ich weiß, es ist ein Spitzer-Skin, aber ich bin da nicht so der Mega-Fan von. Also hier haben wir 3,95 von 5 bei 63 Votes am 31. Oktober 2000. Alles so alte Dinge momentan, ne? 19 Mal seitdem drin gewesen, über 170 Reminders. So, dann haben wir Einsicht, Inside und das Ding, alter klassische Scharfschützen-Skin hier. Ja, Inside kriegt von mir 6 von 10 und da haben wir momentan 3,43 von 5 bei 30 Votes am 16. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. So, Einsicht. Dann haben wir Elektro-Swing. Ja, und Elektro-Swing ist auf jeden Fall einer der kultigen Dinger und Elektro-Swing kriegt von mir 10 von 10, ein Kult-Emote. 4,77 von 5 bei 77 Votes am 22. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem, 595 Reminders für 500 V-Bucks, der Elektro-Swing. So, dann geht's jetzt hier los. Hier haben wir jetzt die Frühlingsparty und die Frühlingsparty finde ich persönlich... Naja, schauen wir doch einfach mal. Wie sieht's denn überhaupt aus? War hier mit dem Schwarz ein bisschen... Grausam, schreckliche Farben. Alter Vater, da träume ich heute Nacht von schlecht. Also ganz ehrlich, ich finde das Ding grausam. Frühlingsparty 3. 2 von 10 kriegt es von mir. Und bis jetzt noch keine Benotung da, ist klar. So, dann kommen wir hier zu den neuen Skins hier, die heute seit dem Update das erste Mal da sind. Hat sich der sofort dann natürlich auch gleich gegönnt, das Teil. So, mega cool, die Dinger. Absolut geil. Der hier ist richtig cool. Ja, vor allem, wir haben uns den eben geholt wegen diesem Backpack hier hinten. Das ist halt einfach nur mega kultig, das Teil, ja. Weil, wie ihr sehen könnt, ist reaktiv und zeigt die Zahl der Eliminierung hinten an. Und das sieht natürlich mit Sicherheit richtig cool. Also bei mir wird da immer nur eine 0 oder eine 1 oder so oder manchmal auch eine 2 vielleicht stehen. Aber beim Herrn sofort ist das dann auch des Öfteren zweistellig und dann ist das schon sehr beeindruckend. Ich stell mir vor, ein 50-50, wo ein Gegner an dir vorbeiläuft und du hast hinten auf dem Rücken 50 Kills stehen oder sowas. Das ist dann schon ziemlich krass. Also, mega cooles Teil insgesamt. Deswegen haben wir uns den auch geholt, kriegt von uns 10 von 10, allein für die Idee, super cool. Achso, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Wie sind denn da momentan überhaupt die Noten für diesen Supersonic? So, schauen wir doch mal da rein, was da derzeit am Start ist. Gucken wir mal hier. Hier haben wir momentan 4,43 von 5 bei 7 Votes am... 10 Reminders bis jetzt nur. So, dann haben wir zielsicher. Oh, da ist ein Einschussloch oben zu sehen. Ich finde, er sieht scheiße aus. Gefällt mir überhaupt nicht für 500 V-Bucks. Der zielsicher Gleiter kriegt von mir 0 von 10. Ich finde das Ding einfach nur potten hässlich. Eine Benotung haben wir hier derzeit auch schon, 1 von 5 bei einem Vote. Also habe ich so bis jetzt auch noch nicht gesehen. Und ja. Dann haben wir verstohlenes Schwarz.
Und das sieht schon richtig cool aus. Also ich mag solche schlichten Sachen hier. Wow. Cool. Einfach nur in schwarz. Damn. Sieht nur so ein bisschen kohlefasermäßig aus hier. Mega geil. Hey. So muss eine Sniper aussehen. Naja. Ganz schwarz. Vielleicht auch nicht so perfekt, aber... Holy shit. Der Bogen sieht mal mega fett aus hier mit Schwarz-Rot. Ich finde das Ding geil. Mir gefällt verstohlenes Schwarz auf jeden Fall. Kriegt von mir 8 von 10. Und dann schauen wir doch mal da rein. Wie sieht es hier momentan aus? Eine Benotung ist momentan da. 3 von 5 bei einem Vote. Für 300 V-Bucks verstohlenes Schwarz. Dann haben wir noch Luftkampf. Und hat auch der sofort gesagt, so ein bisschen hier dieser Military-Style, ja, Tarn, Flick-Tarn. Und ja, wird dadurch natürlich noch weniger gut gesehen. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Luftkampf von meiner Seite ist okay, ist jetzt nicht mega schlecht. Finde ich, ist aber auch nicht mega toll. Also irgendwo mittendrin, ich gebe dir 6 von 10. Und dann gucken wir mal, das ist Dogf. Oh Gott. Okay, das ist schlecht. Die Benotung ist nicht gut. Ne, 1 von 5 bei einem Boot. So, das ist überhaupt nicht gut. So, dann sind wir hier auch schon durch. Und jetzt kommen wir hier zu diesen ganzen Oster-Items noch. Dann haben wir hier den Spross. Mal nach der Pick hier. Ein Osterei, da ist ein Pilz, da sind irgendwelche Edelsteine drin, die da ein bisschen bling-bling machen. Ja, zu Ostern gehauen wird mit Sicherheit. Frage ich mich, da vorne wird mit gehauen. Okay. Ja, so, ich finde das nicht so schön, den Spross, muss ich sagen. Gehe mit dem Problem an die Wurzel. Das Ding kriegt von mir 4 von 10. Bis jetzt noch keine Benotung da. So, und jetzt kommen wir zur Pastella. Und die ist auch pinky pinky. Aber sieht ganz neckisch aus, das Teil. Ja, sowas kenne ich noch von früher. Leute, als ich damals bei der Bundeswehr war, haben wir das auch gemacht. Hier unten, überall haben wir die einzelnen... Ja, Gräser und Zweige und so weiter haben wir uns in die Hosen reingestopft und so, um uns besser tarnen zu können. Das bisschen Grün da unten ist natürlich nicht viel zur Tarnung. Dann haben wir hier diese Osterei-Handgranaten, die finde ich eigentlich auch ganz cool. Und Pastella insgesamt gefällt mir eigentlich, obwohl sie pink ist, ja, finde ich die gar nicht mal so schlecht. Ich finde die gar nicht so schlecht aus, kriegt von mir 6. Ja, passt eigentlich ganz gut zu Ostern. Kriegt von mir 7 von 10 fertig. Also, da haben wir momentan hier, auch wenn da meine Augen schon wieder schmerzen, wenn ich diese ganzen pinken Farben da sehe. 5 von 5 bei einem Vote. Am 18. Ja, klar, also heute. Alter, gleich, was ist los mit dir? So. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn, gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.